Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen. So, denn ihr dazu entscheiden solltet. Ich habe gerade mal ganz kurz was gegessen. Ich bin also wieder frisch gestärkt. Gestärkt für das, was uns hier erwarten wird. Oh, die Konstrukte kämpfen wirklich gegen die. Und sie treffen sie sogar und töten sie. Was ich cool fänden würde, wenn mein Momentum, was ich habe, durch den Boost, dass der irgendwie eine Auswirkung hätte auf den Schaden, den ich da mache. Das wäre irgendwie noch ganz cool, oder? Das hätte irgendwie noch was, aber die Flügel kriege ich halt echt nur, wenn ich sie sammeln kann, scheinbar. Hartholzstock. Diese Waffe wurde aus dem Ast eines Baums gefertigt, der viel Sonne genossen hat. Dadurch ist er widerstandsfähiger als normale Stöcke und hält länger. Kann ich das Schild auch noch mitnehmen? Nein. Aber wir können jetzt mal Folgendes machen. Und ich nehme das Schild erstmal wieder weg, weil das nutzen wir halt dann, wenn wir es brauchen, ne? Oh mein Gott. Ich bin aber froh, dass der Kleine hier ist, um mir zu helfen. Der ist schon nicht schlecht, der Kleine. Wir können da auch so hoch, Moment. Warum sind die Eiszapfen? Kann man? Tatsächlich. Nice. Dann nehmen wir noch eine Waffe. Haben wir noch irgendwas, was ich verändern könnte? Den Stock. Ich nehme den großen Stock. Das reicht dann aber. Kommen wir da überhaupt hoch? Das ist ein bisschen zu hoch, oder? Das geht. Link drückt sich da einfach durch, dann passt das schon. Oh, Heißluftballon. Ist das vielleicht sogar eine Sache, die wir jetzt hier machen müssen, um weiterzukommen? Ich glaube ja, ne? Ja, ich glaube ja. Boah, nice. Der Eiszapfen ist gar nicht so schlecht. Ich drehe die einfach rein. Eine Sonaniumlanze klingt auch nicht schlecht. Oh, man sieht den. Ah ne, der Eiszapfen ist kaputt gegangen, ne? Cool. Der hält also nicht ewig. Also das heißt, manche Dinger gehen auch einfach kaputt, Erweiterung. Also cool ist das nicht unbedingt, aber... Für mich ist das jetzt gerade nicht cool, weil mein Eisding ist weg, aber...
so prinzipiell cool, dass man sich da Gedanken darüber gemacht hat, dass es nicht so immer war, wird, weil ich habe mir gerade schon überlegt, dann ist die Waffe aber ganz schön mächtig, wenn die jetzt noch lange hält und so. Wie wird das dann balanciert, habe ich mir gedacht. Und ja, die Antwort habe ich bekommen. Indem dieses Ding halt einfach nicht zu stark ist. Ach, warte mal, das können wir mit einer Bombe machen, oder? Und das sind jetzt die Bomben im Spiel. Cool. Scheiß drauf, wir haben die extra Ausdauer einfach verbraucht. Ah ne, Heißluftballon ist nur eine Möglichkeit hochzukommen. Aber ist eine coole Möglichkeit hochzukommen, ne? Muss man ehrlich sein. Achso, nee. Nee, stimmt, wir müssen da ja hoch, aber. Boah, diese Gewittergeräusche, Leute. Das macht mir schon ein bisschen Angst hier. Ja, schon ganz schön krass, was hier abgeht. Ich glaube auch, wir haben nicht so viel Aufwind. Und wir haben auch nicht so viel Batterien, ne? Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, das Ding wird jetzt nicht ewig lange laufen. Das wird vermutlich nur reichen bis zur nächsten Plattform da vorne. Man sieht's ja schon. Batterie ist schnell leer. Bis nach ganz oben wird's, glaube ich, nicht reichen. Deswegen machen wir das einfach so, wie es gewollt ist. Ich muss sagen, es ist schon echt ein bisschen wie ein Dungeon. Nur halt, dass es keine Räume gibt und keine Schlüssel, aber die ganzen Rätsel und so. Es ist schon sehr Dungeon-esque, muss man schon sagen. Und zwar in allen guten Art und Weisen. Das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert, ob man Schaden nimmt. Tut man nicht. Ich weiß nicht, warum man da hin sollte. Ich kann einfach direkt hier hin, oder nicht? Wow, das ist ein großes Ding. Hier ist es extrem kalt, okay. Ab hier müssen wir kochen, Leute. Ab hier ist der Spaß vorbei, glaube ich. Aha. So hoch bin ich zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eiskalt. Mir macht das nichts aus, aber was ist mit dir, Link? Schütze dich, sonst erfrierst du. Da hoch komme ich scheinbar nicht. Ist zu hoch. Und da hochklettern, da oben ist bestimmt irgendwas. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da oben was drauf ist. Ah, wir können mit dem Ding da vielleicht hin, aber wir müssen den Schrein auch eben machen. Wollen wir unseren Kälteschutz damit verschwenden, weil wir dann im Schrein sind, wo es nicht kalt ist, aber... Wir sind aber doch ganz oben, oder? Ja, ein bisschen was kommt noch mit den Schiffen. Kahatna Umschrein. Leute, ich wollte heute eigentlich nur bis, keine Ahnung, ich wollte eigentlich gar nicht so lange aufnehmen heute. Aber ich kann nicht aufhören zu spielen gerade. Es macht gerade so Spaß. Ich kann einfach nicht aufhören. Mitten in der Nacht sind wir jetzt hier und ich kann nicht aufhören. Es macht einfach viel zu viel Spaß, das Spiel.
Das ist schon krass. Wie gut dieses Spiel ist. Ich hätte es nicht erwartet. Also ich habe erwartet, dass es ein Breath of the Wild wird, aber es ist halt viel mehr als das. Sie haben sich halt meiner Meinung nach wirklich nochmal krass übertroffen mit diesem Spiel. Deine Truhe? Oh, die Musik. Oh, dieser Sturm neben mir. Ja, wir müssen von oben rein, wurde uns ja schon gesagt. Leider bewegt sich das Schiff weg von uns. Wir können gleich vielleicht nochmal einen Boost bekommen. Bitte lad dich schneller auf. Los, los, los. Lad dich schneller auf. Reicht das? Das sieht gut aus. Kurz hier anhalten. Ausdauer aufladen, kurz gucken, hier ist nichts. Okay, weiter geht's. Da oben ist ein Schiff. Ich bin dabei. Ich komm nicht hinterher. Scheiße. Okay, wir haben es geschafft, glaube ich. Nein, es geht noch weiter nach oben, aber nicht mehr so weit, oder? Ne, das ist der letzte Jump. Es fühlt sich auch ganz schön kalt an hier oben. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass ein Schiff vorbeikommt. Und dann können wir von oben in den Sturm rein, ne? Oh ja, man kann von oben rein. Seht ihr das? Krass, dass man hier oben sieht. Wie krass das alles aussieht, Mann. Der Windtempel, die legendäre Himmelsarche. Das ist ein Tempel. Haben sie so einen Tempel genannt oder ist es wirklich ein Tempel? So richtig traditionell Tempel.
Oh mein Gott. Erdgeschoss. Das ist ein richtiger Tempel. Mit Tempelkart und allem. Das war es also, was wir von außen in der Riesenwolke sehen konnten. Die Himmelsarche aus dem Kinderlied. Ha? Was? Ah! Was sehe ich? Das ist der Beweis, Link. Der Schneesturm, unter dem das Dorf zu leiden hat, kommt von dort. Ach so, war dort nicht vor ein paar Augenblicken noch ein Gestalt zu sehen? Komisch, gerade hatte ich doch genau da jemanden gesehen. Ich hätte schwören können. Zahnräder. Kriegt mir einfach die Karte hier, ist geschenkt. Und damit ist der Tempel aktiv. Aussichtslos. Die will nicht aufgehen, aber ich wette, die ist die Ursache für den Sturm, der dahinter verborgen ist. Ob es nicht irgendeinen Weg gibt, das Ding zu öffnen? Da, hörst du? Schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachfahre. Die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Ich weise dir den Weg. Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Die Stimme ruft mich, ganz klar. Das war Rivali, ne? Was auch immer das Dorf mit Sturm Peace sagt, liegt unter dieser Luke. Und wenn die Stimme recht hat, öffnet die Luke sich, wenn wir die 5 übrigen Schlösser aufbekommen. Ich vertraue der Stimme, wir sind schon ganz nah am Ziel. Komm, Link, wäre doch gelacht, wenn wir die Schlösser nicht aufkriegen. Ich find's cool, dass er mir auch beim Kämpfen hilft. Das finde ich halt mega cool gemacht. Dass der kein Ballast ist, weißt du? Dass der auch hilft. Was ich mich gerade auch mal frage hier. Oha. Ist richtig mit Räumen und allem drum und dran, Leute. Natürlich nicht mit Türen, durch die man durchläuft wie früher, sondern es wird alles geladen sein, nehme ich an, aber. Nice. Die Bogen habe ich alle schon. Hat der ein Feuerwischmopp oder was? Ja, oder? Das ist ein Lanze, okay. Nopal. Kann man auf der Karte eigentlich auch dann sehen, ob man alle Truhen hat? Keine Ahnung. Nehmen wir an, dass man dann... Vielleicht da das sieht, dass man alle Truhen hat, keine Ahnung. War ja auch ein Kritikpunkt am ersten Spiel, am Breath of the Wild. Also vielleicht haben sie den Kritikpunkt ja auch quasi. Lass mich mal raten. Ist das hier
Ne, man kann es nicht abmachen, aber ich könnte doch versuchen, das Ding da reinzustecken. Das zu verbinden, oder nicht? Ja. Wie cool das ist. Sieh nur, Link. Aha. Ist das Höhe 1 der Schlösser? Sieht fast aus wie ein Windrädchen. Wieder machen wir Wind. Komm. Lass mich nur machen. Hey, Link! Damit kriegen wir eins der Schlösser auf. Lass uns schnell auch die anderen vier finden. Ich wünschte mir einfach nur, dass noch mehr synchronisiert wäre. Es ist ja deutlich mehr Synchro in dem Spiel hier, muss man einfach sagen. Es ist deutlich mehr Cutscenes, deutlich mehr Synchro. Finde ich auch richtig, richtig nice. Ich wünschte mir noch, dass noch mehr vertont wäre. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Es kann gar nicht genug vertont sein. Liebe Entwickler von Zelda, liebes Nintendo, haut einfach raus mit Voice. Ganz ehrlich. Ihr macht das so gut. Und spart doch nicht an der Voice. Also ich glaube nicht, dass ihr sparen wollt. Ich glaube eher, dass ihr Angst habt, dass die, dass das nicht so gut ankommt, die Synchro. Zum Beispiel, er hat jetzt schon eine etwas nervigere Stimme, aber ich finde das nicht schlimm, weil es halt zum Charakter irgendwie auch passt. Er ist ja noch klein, ne? Er ist ja noch jung und klein und überhaupt, da passt das schon so mit der Stimme. Ja. Ja, wir können es auch nochmal versuchen. Der Windstoß. Oh. Es ist immer noch sehr kalt hier oben. Der ganze Tempel wird sehr kalt sein. Interessant. Das ist durchaus sehr interessant. Ich hatte die Hoffnung, dass hier oben was ist, aber hier ist nichts. Wenn man hier so schwer hinkommt. Ich dachte, vielleicht ist hier einfach eine Truhe oder so. Aber man kann dieses Ding hier öffnen. Kann ich das hiermit öffnen? Ja. Oh, da sind aber ganz schön viele Laser. Untergeschoss. Lass mich nur machen. Noch drei Stück. Das schaffen wir, Link. Ja, wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Natürlich schaffen wir das. Nun müssen wir zwischendurch, glaube ich, kochen. Alpha-Krieger-Breitschwert aus uranium-gefertigtes gewaltiges Schwert der Sonau. Bei der Synthese mit Sonau-Bauteilen oder Materialien erhöht sich die Angriffskraft etwas mehr als üblich. Okay, lass uns das mal ausprobieren. Wir nehmen den Stock hier weg. X ist auf dem Boden. Dann nehmen wir das mit. Und jetzt müssen wir das leider auf dem wir müssen das aus dem Inventar im Boden legen, ne? Das ist ein bisschen blöd halt immer. Das ist echt immer. Oder warte mal, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt die Waffe in die Hand nehme und dann die Fähigkeit wirke, kann ich dann nach oben drücken, um das mit was anderem zu verbinden? Nein. Das heißt, ich muss das auf den Boden werfen. Ich überlege ja gerade, vielleicht das hier, will 8 Schaden, 3 Schaden, dann mache ich das mal hier. Ach so, da ist schon was dran, okay. Na gut. Aber warte mal, was da dran ist, gefällt mir nicht. Das ist doch das Alpha-Ding, oder? Ja, ja.
Dann machen wir das so. Und dann... nehmen wir hier das Beta-Ding. Das Beta-Quarantin. Nein, das wollte ich ganz sicher nicht. Guter Wind! Jetzt aber. 19 Schaden. Das ist nicht schlecht. Waren wir hier drin schon? Nein, waren wir nicht. Okay, da müssen wir auch noch rein. Aber alles zu seiner Zeit. Boah, hoch war schwerer als runter. Ich habe die Hoffnung, dass es ein bisschen mehr Schaden macht. Hartholzast. Aus festem Holz von einem gleichmäßigen Ast und daher sehr widerstandsfähig. Auch gut zum Stechen. Ähnlich wie mit einer Lanze geeignet. Aber wir können ja mal ein Foto davon machen. Das könnte der... Ah, nee. Ah, okay. Was ist das hier? Einfach nur ein Becken, um aufzufangen. Okay. Ups, falsche Taste. Hey. Geht doch. Spiel. Sonanium-Schild. Von den Sonau verwendete aus Sonanium gefertigter Schild senkt den Energieverbrauch von befestigten Sonau-Bauteilen. Ja, dann nehmen wir dieses rostige Ding hier weg. Nice. Das Ding haben wir schon angemacht, okay. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Gar nicht. Und hier ist auch noch Wasser. Das heißt, wir können hier nicht mal irgendwie mit Feuer arbeiten. Ja gut, wir haben eine Möglichkeit rauszukommen, ganz easy. Man nennt sie einfach teleportieren. Ach so, es gab auch eine andere Möglichkeit mit meiner anderen Fähigkeit. Habe ich ganz vergessen, dass ich die auch einsetzen kann. Damit werde ich hier bestimmt auch noch einiges machen müssen. Habe ich das schon ganz vergessen. Wo kommst du denn her? Du warst doch vorhin nicht da. Aber danke für deinen Bogen. Beta-Kriegerlanze. Kann man das Tor damit irgendwie aufmachen? Nee. Damit kämen wir von unten nach oben, ne? Da ist eine Leiter. Mal schauen, wie wir nach unten kommen. Hier vorne sieht es nicht aus, als kämen wir nach unten.
Okay. Was halt ist das da? Interessant. Ist wohl eine Kanone oder so. Die spawnen doch neu. Das kann doch keiner mehr erzählen. Also wir müssen hier irgendwie unter uns, ist das, wo wir hin müssen. Die Frage, wie kommen wir hier unter uns hin? Ob wir hier irgendwas machen? Da müssen wir irgendwas mitmachen, auf jeden Fall, aber nicht von hier. Hier vorne war doch nur eine Truhe, oder? Und ein Gegner halt, aber. Oh. Sind die Kisten auf einmal wieder da oder waren die gerade eben. Hab ich die nicht kaputt gemacht? Kisten müssen wir auch kaputt machen, weil da könnte nicht was versteckt sein. Und wir müssen mal ganz kurz Folgendes machen. So. Mach einfach mal ein richtig scharfes Gericht, mal gucken, ob das funktioniert. Scharfe Bratchilis, okay. Eine Idee, aber ich bin mir sehr unsicher, ob das funktioniert. Aber wir haben ja genug Möglichkeiten zu schauen auf der Seite. Aha. Guck mal von der Seite da. Aha. Aber da können wir nicht rein. Oh mein Gott, das sind Kanonen. Die ziehen wirklich auf uns. Das ist also nicht nur ein Witz, der zielt wirklich auf uns. Wofür kann man so weit hoch? Da vorne war auch noch was eingefroren. Aha. Und schon sind wir drin. Ja, bin ich schon drin? Natürlich bin ich schon drin. Link würde da durchpassen, wenn ich etwas hätte, was ich da hinstellen kann. Hier müssen wir die Zeit umdrehen. Oh nein, das funktioniert wieder nicht mehr. Oh nein! Das war doch mal gefixt und jetzt funktioniert es wieder nicht mehr. Unfassbar. Wie
Wie kann er denn meine Pfeile blockieren, die ich gar nicht auf das Schild schieße? Das muss mal jemand erklären. So, meine lieben Freunde, aber das war's für diesen Part. Langsam und sicher, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Unsteifmatte, was Bestes in eurem Leben, euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.